Findus! Bibi! Das ist lecker. So, hier würde jemand was tauschen. Ja, gerne. Gerne? Du hast doch sowieso kein Interesse am Rumschnuppen. Du hast nur Interesse an mich. An Ahorn? An anderen Hunden. Also, So, jetzt hast du es. Gut. Komm her. Bleib, warte. Das ist auch ganz schön. Nehmen wir den. Ja. Wenn es gegen die schwarz-weiße ist. Ja. Kann ich dir das nochmal gerade wegnehmen? So, das habt ihr noch. Genau, richtig. Farblich passend. So, das ist mir jetzt einfach dann so eine Tasche, oder? Genau. Ja, eins hier ist hier noch. Direkt mit der Nase rein. Und weißt du ja, was du zu Hause machen kannst? Ja, Wille, wollte ich ja. Aber weil sie gerade aber sagte, Wein, die Idee bin ich nicht gekommen. Aber Wanne können wir fragen. Wenn du deinen Hunden jetzt nie was gibst, schöne große Klappbox oder eine alte Kiste oder irgendwas und dann in die Ecke stellen, weißt du? Wenn du die mit den Korken. Solange er sie nicht kaputt macht. Die hole ich dann aus dem Keller, stelle ich im Keller und wenn ich ein Beschäftigen will, hole ich das hoch. Fertig. Wenn ich die Mühle umstellen habe, kommt doch die Idee, vielleicht die zu kaputt zu machen. Ja, ja. So habe ich es dann unter Kontrolle. Ja, klar. Ich meine, das sind ja genug Idioten. Ja, klar. Das ist doch weiter. Genau. Nee, aber wenn man dann startet. Der andere hat die Frankfurt besser, ne? Jetzt arbeitet. Ich weiß nicht, ob der jetzt alles gefunden hat. Du kannst dich kontrollieren, ne? Dann. Ich kann es nicht kontrollieren. Da kann sein, dass da noch ein paar von Aaron raus sind. Nee, ich kann es auch nicht kontrollieren. Aber lass ihn suchen. Er geht voll nach der Nase nach. Check. Oh, ich such weiter. Ist das gerade unbenutzt? Prima. Such weiter. Du hier noch mal? Mhm. Hallo, alles klar. Sitzen. Ja.
Und uns ist halt, du bist fest angemeldet, du bezahlst nur die Stunden, die du kommst. Das heißt, wenn ich jetzt nächsten Samstag sage, ich kann nicht, ja, dann kann ich einfach nicht, dann bezahle ich die Stunde aber auch nicht. So, und so, aber grundsätzlich ist man halt angemeldet. Es ist ein Unterschied, ob ich Kurse belege oder ob ich irgendwas just for fun mache. Ja gut, ich sag immer, Agility ist bei uns auch just for fun. So, und halt, bleib. So, dann haben wir einen Welpen. Einen Welpenkurs. Einen Wie war das? Mach Platz. 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 Ein Welpenkurs, ein Junghundekurs und zwei Erwachsenenkurse. Ja, los. Los, durch. Und Donnerstag gibt es nochmal einen Junghundekurs. Ja, meine Kurse ist was anderes, als wenn eine, ja, ich sage aber, wir können halt auch in den Kursen halt untereinander springen. Wenn ich jetzt sage, ich kann, kann samstags nicht zum Erwachsenenkurs, dann kann ich auch donnerstags morgens zum Junghundekurs gehen. So, dann ist das halt für meinen Hund, dass er halt ein bisschen mehr warten muss, weil die Junghunde das ja nicht immer alles so schnell können. Ich würde... Bleib. Sehr gut. Also, wenn das fällt, kommt dann von unten direkt einer und räumt das wieder hoch. Der guckt gar nicht, wohin. Ja, unsere Hunde sind in der Beziehung strampelig, Silvana. Wir haben keine Grazien. Leg dann halt den Weg immer ein bisschen weit um. Probier mit dem. Findet Aaron total klasse. Und? Ja, der macht das eher kaputt. Das ist so. Maulkorb. Maulkorb. Das kommt die Tante Gabi, mein Freund. Läufst dann ins Slalom. Ich schimpf die mit dir. Bumm. Jetzt um. Das ist zu klein für die großen Hunde. Ja, die sind zu lang dafür, für den Abstand. Die sind zu kurz. Ja. Ups. Deswegen haben wir nachher zum Schluss nur noch eine zweite. Ja, man muss den Bogen dann, ja. Das haben wir dann nachher auch festgestellt. Bei den letzten vier, wenn man den Bogen ausschweift, passen die da durch. Du sollst den...
Dreck in Ruhe lassen. Intelligenzspielen? Ja. Da kannst du gerne mal gucken. Ja. Aha, okay. Da einfach mal ausprobieren in der Wartezeit. Ja. Und hier ist es so, dann müssen die hier runterdrücken, dann kommt das Leckerchen da raus. Ja, okay. Oder hier, das kann ich nicht sagen. Komm hier. Das ist so eine ganze Sandwichbox, da müssen sie das erst zur Seite schieben, dann ein Stückchen hoch. Aha, okay. Also das ist gut. Wieder was anderes? Nein. Die sind nicht alle. Nee, genau. So, du kannst dich auch gerne, ja, damit hier so ein bisschen verzeihen, kannst du dir eins geben und irgendwo. Okay, zwei Stück Soße. Okay. Richtig, genau. Die kann man schön auf den Boden hinlegen und er kann sich dann auch hinlegen. Nur bei den Gaben, wo einzelne Muskeln. Ja, machen Sie das. Liegen ein bisschen dumm. Prima. Und. Prima. Brauchst du denn meine Leine da hier? Da liegt eine Leine. Ja, ja. Jack! In die Tasche oder so? Nein. Komm schnell zu hinten. Guck mal. Hey. Schnüffelhund. Guck den.
sitzen und bleiben. Wo geht's wo jetzt weiter? Jetzt geht's hier weiter, im Prinzip hinter der Kamera. Hinter der Kamera ab. Ja, nein. Nein. Super. Hier. Super. Jetzt geht's da weiter. Einmal noch zurückpuffeln und Glück machen. Schwager sind im Auto, die kommen mich abholen. Ja. Okay, alles klar. Ja, es war sehr schön, hat mir gut gefallen. Danke. Ja, schön. Ich komme bestimmt nochmal. Nettes Team. Danke. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ja, mach's genau. Gut. Ne? Du auch. Tschüss zusammen. Tschüss. Gute Heimfahrt. Danke. Okay, dann lass uns mal gucken. Hoffentlich lässt du das Ding ganz. Was ist meine Tür? Ja, bitte. Hier rum, war das dann deine Spuren etwas verwischt? Wie war das mit Bleib? Nicht lange.
Ihr guckt. Du schummelst. Du bist fies. Du schummelst. Du schummelst. Schummel. Oh, Schummel. Lanzen. Der sieht dich jetzt. Und lauf noch ein bisschen. Ja, mach ich ja. Ich bin jetzt mal ganz süß. Das ist ein Sack. Das ist ja wunderschön. Das hätte mich zwar gesehen, was ich dann nutzen. Ja, klar. Der steht immer schon auf dem Sprung. Das ist so lau lang da lang, wo ich lang gegangen ja, bin. Manchmal ja. Sucht er auch erstmal das ab, wo es vorher gelegen hat. Super! Ja, prima! Super! Klasse! Komm, richtig! Ja, super! Gut! Und gib mir! Och! Oh, das letzte Mal war, dass du mit ihm zusammen in die Ecke gehst und ich verstecke das Ding. Aber es ist immer noch mal was anderes für die Hunde, wenn, ja. Wenn sie an einer anderen Spur hinterher sind. Geh mal weiter, hinterm Baum. Ja. Du hast mich schon mal. Ach, da hängt's. Ich hab's ja. Gesehen jetzt. Ich hab jetzt auch geguckt, aber. Ich hänge ja nicht. Fast, fast. Du lässt den Zaun stehen. Prima. Super. Ganz prima. Oh, bringst du es mir sogar her? Ja? Komm her. Komm, gib mal. Gib.